Allerdings werde ich den Fang, der Fang wird deaktiviert. Ja, ich will mal echt so tun, als hätte ich keinen. Ich lass mal mit laufen. Also das Raster zeige ich mit, lasse ich mich anzeigen, aber ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie kann ich arbeiten, wenn ich kein Raster hätte. Der Anfang ist im Prinzip identisch wie bei der anderen Übung. Wir zeichnen zunächst das äußere Rechteck. Wir schalten hier um auf Layer R1, ist eh ausgewählt. Dann gehen wir auf Rechteck und geben die absoluten Koordinaten des Rechtecks ein. Das war 50,50 für den Startpunkt und 150,150 für den diagonalen weiteren Punkt. Insofern, soweit so gut. Jetzt wollen wir ein gedrehtes Rechteck zeichnen. Allerdings, vorhin hat man das Glück, dass unser Mittelpunkt dieses Rechtecks oder dieser Rechteckseite genau im Raster lag. Wir konnten diesen Punkt hier übers Raster einfangen. Hier haben wir diese Möglichkeit nicht, weil das Raster ausgeschaltet ist. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu fangen, nicht nur übers Raster, sondern Sie können über den sogenannten Objektfang gehen. Das ist dieser hier. Und hier können Sie sich Objektfänge einstellen. Zum Beispiel können Sie Endpunkte einfangen oder Mittelpunkte oder Quadranten und so weiter. Ich werde mal ein paar zeigen, damit Sie mal sehen, wie das funktioniert. Nur mal jetzt kurz nur zum Zuschauen. Zunächst gehe ich ja mal auf Endpunkt und auf Mittelpunkt. Das gilt für einen Kreis, mache ich mal aus, weil ich habe ja keinen Kreis. Dann gehe ich mal auf Linie, schalte den Objektfang ein. Jetzt ist er aktiv, Sie sehen da blauen Farbe. Und fahre mal hier drauf. Sehen Sie das? Er rastet jetzt hier am Mittelpunkt ein. Können jetzt hier loszeichnen. Aber ich könnte auch am Endpunkt einrasten. Also Leertaste wiederholt den Befehl. Oh, jetzt habe ich jetzt hier den, das nochmal. Linie zu einem Endpunkt einrasten. Ich zeichne mal schnell was. So, so und mache noch mal irgend diesen. Und ich tue noch mal einen Schnittpunkt hinzu. Also hier Schnittpunkt ist hier. Gehen wir auf Linie und könnt jetzt hier am Schnittpunkt einfangen. Endpunkt. Sie sehen mal an dem Symbolik, was Sie gerade einfangen. Und es kommt danach auch so eine Beschreibung dazu. Also hier Endpunkt. Das wäre Schnittpunkt. Das wäre hier der Mittelpunkt dieser Linie. Dasselbe gibt es auch für Kreise. Das hier nochmal. So. Und mache mal ein paar Kreise. Wobei der Kreis ist blöd. Nehmen wir hier einen anderen. Schiebe den mal hier so raus. Gehe wieder auf Objektfang. Und mache mal den Schnittpunkt aus. Und mal nur Zentrum und Quadrant an. Dann gehe ich auf Linie und könnte jetzt hier den Mittelpunkt des Kreises einfangen. Oder den Quadranten. Das ist dieser hier. Ja, das heißt, mit dem Objektfang können Sie dann direkt an bereits vorhandenen Elementen weiterzeichnen oder von denen irgendwie losmachen. Bisher haben wir das nicht gehabt. Wir haben mit dem Raster gearbeitet und Sie sehen, wenn man mit Raster arbeitet, kommt man auch sehr weit, ja, aber nicht allzu weit. Und wie gesagt, es gibt Anwendungsfälle draußen, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt im Altbau sind, wenn Sie quasi irgendwelche Maße da aufnehmen müssen, dann nützt Ihnen Raster wenig. Dann sind Sie auf solche Sachen angewiesen. Also bitte gehen Sie nicht davon aus, dass Sie alles übers Raster machen können. Und das machen wir jetzt hier. Ich mache das hier nochmal, tue es mal weglöschen. Diese Sachen hier, das auch und entfällt. Und ich fahre jetzt hier folgenden Objektfang, nämlich den Mittelpunkt. Eigentlich nur den. Und den schalte ich mir jetzt hier ein. Also Quadrant aus, Zentrum aus und Mittelpunkt aktiviere ich. So. Im Übrigen können Sie auch hier unten reingehen, Objektfang-Einstellungen. Da haben Sie das alles nochmal auf einmal, auf einen Blick und könnten das auch aktivieren. Wichtig ist nochmal der Hinweis, weil ich hatte mal den Fall gehabt, da kamen Studierende zu mir hoch und haben sich tierisch aufgeregt, dass das AutoCAD total langsam ist. Und bin ich runtergegangen, es angeschaut und die hatten da eine ziemlich, das war auch 2D, nicht mal 3D, eine ziemlich umfangreiche 2D-Zeichnung. Ich weiß gar nicht genau, was das war, aber da war halt ziemlich viel Zeug drauf. Und wenn sie mit der Maus drüber gefahren sind, irgendwas zeichnen wollten, dann war die Maus total langsam. Ja, was war der Fehler? Die haben komplett alle Objektfänge eingeschalten. Und das war natürlich so, dass da überall die Maus um irgendwas eingerastet ist. Ja? Also hier bei den Objektfang bitte darauf achten, nicht nach dem Motto arbeiten viel hilft viel, sondern ich sage immer so, ich schalte immer so 3 bis 4 maximal gleichzeitig ein. Weil damit kann ich noch gut arbeiten und schalte dann immer um, wenn ich irgendeinen speziellen Objektfang brauche. Okay, also hier machen wir den Mittelpunkt an, den Rest haben wir komplett aus. Ich habe auch noch nicht alle gezeigt, ich zeige auch noch ein paar weitere. Und die anderen sind dann zum Selbstentdecken. Gehe jetzt hier auf OK. Gehe jetzt wieder auf den Befehl Rechteck und fange jetzt hier im Mittelpunkt an. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Rasterfang wirklich komplett ausschalten für diese Übung. So, dann gehe ich wieder auf Drehung. Jetzt habe ich den falschen Layer aktiviert. Das kann ich noch schnell ändern. Das ist der Layer R2. Nimmt aber nicht mehr mit, ist jetzt egal. Aber gut, ich gehe einfach auf Escape. Und dann Leertaste. Und dann gehen wir auf Drehung.
geben ein 45 Grad und setzen es dann auch wieder im Mittelpunkt ab. Dann wechseln wir den Leer, R3, wir gehen wieder auf Leertaste, Rechteck, Mittelpunkt, Drehung, 0 Grad, hier wieder abgesetzt, dann Leer gewechselt, R4, Leertaste, Mittelpunkt, Drehung, 45 Grad. So. Sie haben vielleicht gemerkt, diese Übung ist eigentlich relativ leicht gelöst, in der Regel, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Natürlich, wenn man es nie weiß, wie es geht, da kann das dann schon ein bisschen länger dauern. Okay, so viel zu dieser Übung.